Ein Feuer im AWO-Altenzentrum in Melsungen hat am Montag einen Großeinsatz ausgelöst. Über 154 Brandschützer und Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis rückten an, um die Flammen zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Betroffen war der Anbau des Dr. Horst-Schmidt-Hauses am Lindenberg. Dort laufen Erweiterungsarbeiten. Die Brandursache ist laut Polizei noch unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt. Nach Zeugenaussagen könnten Schweißarbeiten am Dachstuhl Auslöser gewesen sein. Die Feuerwehr wurde gegen 13.30 Uhr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits von der Innenstadt aus dicke Rauchschwaden zu sehen. Direkt betroffen waren 24 Wohneinheiten des Anbaus. 18 Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf über 1 Million Euro geschätzt.